Es ist unglaublich passiert. Der letzte Part hieß Comeback, doch jetzt kommt wirklich ein Comeback von einem kaputten Spielstand, den ich irgendwie wiederbeleben konnte. Cheater. Und damit kann die Reise von Kofina weitergehen. Yay. Heute haben wir zur Reise, da es ein großes Comeback ist, mit dem keiner gerechnet hat. Und mein Telefon klingelt. Ah, jawohl. Haben wir die ersten Fans an. Hören sich einfach mal, yes, es kommt wieder. Gut, also da sind Mihawk, Sub, Hi. Also Sub, wenn er nicht telefoniert, Flo und Daniel. Und wir fahren weiter. Yeah, ich kann das machen. Wir haben hier einen, Zink. Wir fahren jetzt nach Seegras Ulb City. Gut wissen, dass du noch weißt, wo es lang geht. Ja, ist ja nicht so, als wäre es 5 Monate her. Dann geben wir mal den guten Mihawk eine Chance. Jawohl, der Schwalbos. Wow, gegen einen Mürabler. Was jetzt mit Giftpuder angreift? Oh ne, noch nicht. Ihr müsst wissen, Björns Traum war schon seit lange, ein Schwalbos zu sein. Es hätte schlimmere Albträume geben können. Relaxo. Dazu hat's die hier. Schauen wir mal, ob wir noch Seegras bekommen heute noch. Genau, Pikachu wäre mein absoluter Hass gewesen. Okay, dann können wir, das können wir dann Mihawk 2 nennen oder so. Wow, kreativ. Wir haben auch noch einen Formendo namens Christoph Hanke. Formio? Ja. Ach, das Farmer-Pokémon, stimmt ja, das hast du ja damals gefangen gehabt. Ein Krakedo. Ich werde das Spiel jetzt nur mehr so weit spielen, bis ich die Top 4 besiegt habe. Und den Champ natürlich. Oder sein Speicherstand wieder kaputt geht. Oder mein Speicherstand wieder kaputt geht. Das ist natürlich die Ehre Wahrscheinlichkeit. So, Kelly hat Ding besiegt. Mutier. So, ich muss unbedingt zum Pokécenter. Es hat sich auch einiges seit dem letzten Part geändert, nämlich ich habe jetzt auch schon Pokémon Alpha Saphir durch. Wow. Zum damaligen letzten Zeitpunkt hatte ich nicht mal einen 3DS. Stimmt. Das ist aber auch gefühlt schon wieder Monate her. Es ist nicht nur gefühlt Monate her. Das war im August der letzte Part. Oh, so lang her. Wir sehen hier Bricks. Okay. Das ist ein Fall für Selin. Tropius ist aber auch ein relativ cooles Pokémon. Ja, ich wollte eigentlich einen Tropius fangen, aber ich habe es jetzt nirgends gefunden. Die gibt es eigentlich in sehr hohem Gras. Ja, muss ich dann suchen. Ich dann. Ja, muss. Zumindest weißt du, da ist es damals angesehen. Nee. Schneckenmark, da kommt wieder so ein bisschen. Wie war das nochmal? Wobei Smaragd hatte doch, glaub, eine Beta-Story oder Delta-Story. Nee, Smaragd hatte nicht Delta, also hatte schon eine etwas andere Story als. Ja, die hat, obwohl da gab es was aus Kampfzone, glaube ich. Ja. Ja, es gibt die Kampfzone. Ja, die gibt es ja noch danach. Ein Pelipa. Das ist, man kann es ja theoretisch auch zeigen, da kannst du ja einmal an alles reingehen, kurz oder ja, so. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Ich muss mal so weit kommen, also. Das hat halt nicht so die große Nachstory wie so ein Omega Ruby in Alpha Saphir gedünnt. Ja, das. Obwohl ich die Delta Story ja noch nicht durch habe. Ja. Oh, ich hasse Schutzschild. Schutzschild ist nur nervig und bringt nichts. Jo. Unbedingt. Nervig ist es fast immer. Bringt gut, klug eingesetzt, trotzdem was. So, das war jetzt der letzte Kampf gegen Kofinus. Gegen Bricks. Gegen Kofinus! hättest du es damals gewusst, hättest du deinen Rivalen so benennen müssen. Bei dem Kampf ist immer cool, ich habe ja meistens Gekabor und dann Gewaltro.
in der dritten Generation genommen und da hat er dann hier in dem Kampf einen Bylord eingesetzt. Da hab ich mir gedacht, geil, mitten in der Stadt ein 14,5 Meter Wal. Ja. So, hey. Erstmal mit Surfer, alle tot. Ja. Ey, es hätte schlimmer kommen können, stell dir mal vor, die hätten diesen Kampf in einem Flugzeug ausgetragen. Okay. Nein, nein, wir haben ein Loch! Aha. Da geht's jetzt. Hier ist das geheime Revier von Aqua. Aber hier kann man noch nicht rein. Das ist von Team Aqua. Gut, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hin? Seegras Ulp City, das habe ich früher immer Seegras Loop City gelesen. Irgendwie. Ich habe immer Seegras Loop City gesagt, statt Ulp. Warst du schon im Pyroberg? Heißt das Ding Pyroberg? So, kommt die Frage, hat hier noch jemand Alpha Saphir oder Omega Rubin gespielt? Kein 3DS, also nein. Omega ja, Rubin. Omega Rubin. Also wir haben hier ein paar Experten. Ja, Experten ist vielleicht leicht übertrieben. Ja. Zumindest Saphir habe ich nie gespielt, da ist ja die Story noch ein bisschen... nicht Saphir, Smaragd. Da ist ja die Story noch ein bisschen abgewandt. Ne? Ah, Smaragd war das cool. Ich habe Saphir und Smaragd gespielt, allerdings kann ich mich an Smaragd auch irgendwie... Ah, Smaragd ist bei mir auch schon ewig her. Also einzige, die einzige Generation, wo ich dann diese dritte Zusatzedition noch gespielt habe, war Kristall. Hatte ich erst Silber gespielt und dann Kristall noch. War die einzige Generation, wo ich die Zusatzedition noch gespielt habe. Kristall war aber lustig. Mhm. Kristall war cool. Was hatte ich als? Platin hatte ich dafür nie. Und bei der 15 gab es ja nicht so richtig eine Spezialedition. Da gab es ja 1 und 2. Das war ja keine Spezialedition an sich. Richtig. Bei Diamantperle habe ich nur Platin, habe ich von den ersten beiden keine. Ich habe Diamant habe ich. Aber das lag auch daran, dass ich die mir alle irgendwann mal nachgekauft hatte, da ich da meine Pokémon-Pause hatte. Und dann Schwarz habe ich irgendwie halb durch oder so. Schwarz 2 habe ich noch eingeschweißt hier liegen, das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Dann Platin habe ich auch irgendwie, keine Ahnung, bis zum ersten Orden bisher nur gespielt oder so. Also ich habe noch einige Pokémon-Spiele hier, die ich noch machen muss. Und sogar von Omega Rubin muss ich immer noch die Delta-Episode. Habe ich auch noch nicht. Ja, also wenn ich grad mal so überlege, was habe ich denn gehabt? Ich habe, glaube ich, mit damals Rot, glaube ich, angefangen, wenn ich mir überlege. Ja, doch müsste mit Rot gewesen sein und dann eigentlich alles durchgespielt gehabt. Smaragd habe ich gespielt, das als es nachkam. Ich habe auch die ganzen Zusatzspiele alle gehabt. Solange wie ich halt meinen DS hatte, dann habe ich aufgehört damals mit Schwarz 1. Schubert entwickelt sich zu Banette. Ja. Vielleicht fange ich mir eine Tengul. Nee, nicht Tengul, die ist ein. Wie ist Samurz? Der eine Geister, der. Zwirrlicht? Zwirrlicht, der wird dann zu Zyklop. Vielleicht fange ich mit Zyklop. Wer möchte von euch ein Zyklop sein? Ich bin schon ein Schwalboss. Oh, was war denn das nochmal? Zyklop ist das Vieh, was in der Pokémon-Liga der am meisten auf die Eier geht. Irgendwie fand ich aber. Ach, das Vieh! Den Drachen. Top 4 Kunden so nervig irgendwie, weil ich nichts gegen Drachen hatte. Na ja, gut, das ist immer ein Problem. In Omega Rubin war. Oder doch Fee ist gegen Drache, ne? Ja, mittlerweile. Ja, Fee ja. ist gegen Drache. Und auch Drache ist gegen Drache. Ja, das ist klar. Und dann mein Gardevoir konnte irgendwie eine mega schlechte Feenattacke, mit der habe ich mich dann da durchgespammt, was aber auch nur so halb funktioniert. Stimme. Ja, so ist es Stimme war es dabei. Das hat aber auch nur so halb hingehauen, wenn es dann irgendwann halt mal tot war. Ja, dann musste ich irgendein anderes wieder opfern, damit ich mein Gardevoir wiederbeleben kann und so. Ich muss sagen, in Omega Rubin war der Drachentyp für mich mit Abstand der einfachste. Und für mich war es der schwerste. Gut, lag an meinem Team. Ich hatte einen Frostedie hier mit, das ist natürlich schnell. Und dann habe ich einfach nur Eisstrahl gespammt. Die haben fast alle Vierfachschwächen auf Eis gehabt. Naja. Und ich habe Step auf Eisstrahl gehabt, also 6-facher Schaden. Ich habe auch bei Steam gesehen, einige haben sich Project Cars auf die Wunschliste gesetzt. Ja, du hast sie gleich gekauft. Ich muss sagen, ich habe das erste Karriererennen gemacht. Das ist nicht einfach, ne? Okay. Das ist nicht so easy wie Formel 1, immer so eben durchfahren oder sowas. Das
Da müsste ich echt erst dran gewöhnen, das ist halt 100% die Simulation, nicht so arcade-mäßig. Und sobald du irgendwie mal aufs Grün kommst oder so, dann ist aus. Ja. Dann hast du es verschissen. Ach, bei Dale schon spielt. Da muss man Project Cars. Ich habe bloß ein Rennen gemacht, ich habe auch gleich ganz unten angefangen bei den Cards. Ich meine, was will ich in Karrieremodus machen, wenn ich gleich in der höchsten Spielklasse starte und dann immer das gleiche vor? Ja. Sehr langweilig, habe ich ganz unten angefangen. Aber da braucht man einige Zeit, um sich rein zu gewöhnen. Auch mit dem Bremspunkt finden richtig und so. Da die Ideallinie nicht wirklich hin. Ja, habe ich auch. Ja, habe ich auch was zugesehen. Du hättest ja aber auch starten können, indem du einfach nach den Cards einsteigst. Ja, das ist wieder ganz vorne anfangen. Ich meine, dazu ist eine Karriere ja da, ne? Dass man von unten an überlegt. Will ja alles mitnehmen. Also, wir sind hier am Büroberg. Glaube ich, ist das Büroberg. Und, hier oben sind ein paar Mitglieder von Team Aqua, dass wir jetzt ein Stück zum Spiel kommen. Ja. Oh cool, einmal One Night Fifi. Manche sagen auch Fifi. Ja, stimmt, hab ich auch schon mal gehört, Vivian. Warum ist eigentlich. Ne, ich frag nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Ist der? Das Schild macht doch Sinn. Ja, aber nur als Spieler, nicht als KI-Mann. Ja, die meisten. Die machen das halt irgendwann und dann im nächsten, wenn sie sagt mal damit aufhören, macht es eh K.O. von dem her. Obwohl jetzt Celine hier in diesem Kampf eher deplatziert ist. Ah, dezent. Hatte Celine nicht irgendeinen Ruf hier im Let's Play? Ach, der hatte doch immer irgendeine Statusveränderung, glaube ich, ne? Ja. Irgendwas war doch immer mit der, ne? Stimmt, die war immer mit der Statusveränderung. Ja, das Jahr, der hat doch glaube irgendwie einmal alle Statuseffekte abbekommen. Einfach alles, was du kriegen konntest. Hat er in der dritten Generation Surfer schon alle getroffen? Also alle drei? Glaube ich auch schon. Glaub schon. Nein, ich auch schon nicht. Ich hab Surfer eingesetzt und das hat sie nicht getroffen. Also. Ach so, okay. War Schutzschild scheiße. Ich weiß nicht wann das, ich glaube, von der vierten hat das angefangen, dass es alle drei trifft. So wie Erdbeben auch. Ja. Geld ist Level 40. Flasche. Und er lebt noch. Nicht. Die coolen sind ja noch alle in WP3. Ja, sind ja nur die ganz klein gegangen. Ja. Level 30? Hä? Warte, eigentlich müsste ich das da schon entwickelt haben. War das nicht so, dass Golbat sich schon Level 25 war? Golbat entwickelt sich nur bei Zuneigung. Sprich, und frühestens auf. Nee, er meint Zubat zu Golbat. Auf 21, glaube ich. Ja, eben, deswegen. Und hier oben sehen wir jetzt Adrian. Und was Adrian hier oben vorhat mit diesen zwei alten Leuten, sehen wir dann im nächsten Part von Pokémon Smaragd. Ich will's gar nicht wissen.